Was denkst du, wer ich bin? Jesus stellte seinen Anhängern einmal diese Frage: Wer sagt ihr, dass ich bin? Ein Prophet mit einer neuen Lehre? Ein Heiler für die Kranken? Ein Retter für eine verlorene Welt? Jesus beanspruchte all dies für sich, aber vor allem behauptete er, Gott in Fleisch und Blut zu sein. Am Anbeginn der Zeit hat er die Menschheitsgeschichte in Gang gesetzt, als er sprach. Er hauchte Leben in die Lungen des ersten Mannes und der ersten Frau und in jeden Bereich der Schöpfung. Aber wir haben rebelliert. Wir haben uns gegen unseren König gewandt und sind unseren eigenen Wegen gefolgt, sogar auf Kosten unseres eigenen Lebens. Unsere Sünden vergiftete seine perfekte Schöpfung und bahnte den Weg für Krankheit, Ungerechtigkeit und Tod. Die Sünde hat uns voneinander und von Gott getrennt. Doch anstatt die Menschheit zu verstoßen, sandte Gott seinen Sohn Jesus, um in die von ihm geschaffene Welt einzutreten, die Welt, die durch unsere Sünde zerbrochen ist. Er atmete unsere Luft, wurde ein Mensch wie wir. Er lebte ein perfektes Leben, das Gott für uns vorgesehen hatte, und rief uns auf, von unseren Sünden umzukehren und ihm im Glauben zu folgen. Einige glaubten seinem Wort und erkannten ihn als König an, andere verweigerten sich ihm. Sie krönten ihn mit Dornen und ermordeten ihn, sie lehnten ihn ab und genau das taten wir auch. Aber Gott hatte einen Plan. Jesus opferte sich bereitwillig, um für uns am Kreuz zu sterben und uns vor Gottes Gericht und dem Tod, den wir verdient haben, zu retten. An diesem Kreuz hat er unsere Rebellion gegen seinen Gehorsam eingetauscht, unsere Zerrissenheit für seine Vollkommenheit. Der Sohn Gottes starb, damit wir leben können. Am dritten Tag ist er wieder auferstanden und hat den Tod für immer besiegt. Und jetzt sitzt er auf dem Thron des Himmels und bietet all denen, die umkehren und ihm vertrauen, das Leben durch den Heiligen Geist an. Jesus ist der König der Könige. Entweder man krönt ihn oder man kreuzigt ihn. Es gibt keinen Mittelweg. Niemand wird Ihnen jemals eine wichtigere Frage stellen als die, die Jesus gestellt hat. Was denkst du, wer ich bin?